Willkommen zu meinem Review für GearBest.com. Heute möchte ich euch den V686G FPV Quadrocopter ein wenig genauer vorstellen. Die Lieferung von GearBest.com ging einwandfrei und sehr schnell. Das Paket kam in einem sehr guten Zustand bei mir an. Der Multirotor ist gut verpackt und wird mit einigem an Zubehör geliefert. Durch geringes Gewicht und kompaktes Design ist es möglich, den Flugroboter indoor als auch outdoor zu betreiben. Der Aufbau des Quadrocopter an sich ist robust und schick. Die Rotorblätter werden mit Hilfe eines Schrauben am Getriebeschaft befestigt. Dadurch braucht man sich auch keine Sorgen wegen abfliegenden Propellern machen. Die Verarbeitung der Fernsteuerung ist für diese Preisklasse sehr gut. Obwohl gerade am linken Yaw-Stick die Präzision ein bisschen besser sein könnte, macht die Fernbedienung im Flug einen ziemlich präzisen Eindruck. Der FPV-Bildschirm wird einfach auf die Fernbedienung aufgeschraubt und ist dort gut gesichert. Im Zubehör finden wir 4x Propellerschutzaufsätze, 4 Ersatzpropeller, einmal ein Ladegerät für den FPV-Bildschirm, ein Ladegerät für den Copter selbst, ein Cardreader mit Mini-SD-Karte, einen Schraubenzieher und einige Schrauben. Die Power für den Flug nimmt der Copter aus dem 750 mAh LiPo-Akku. Die FPV-Kamera löst mit 2 Megapixel auf und liefert damit brauchbares Videomaterial. Besonders beeindruckend ist auch, dass der FPV-Transmitter gleich in die Kamera integriert ist. Der Akku verschwindet gänzlich im Gehäuse des Copters. Ich habe auch schon Mods gesehen, bei denen größere Akkus eingebaut werden können. Ist der Akku geladen, braucht man ihn nur noch anstecken und man kann loslegen. Zur Sicherheit überprüfe ich immer noch, ob sich im SD-Slot der Kamera eine SD-Karte befindet. Das effiziente Getriebe ermöglicht dem Copter sanft durch die Luft zu gleiten. Die Sonnenblende ist eine sehr praktische und gute Idee, allerdings wäre es vielleicht noch vernünftig gewesen, eine zusätzliche Antireflexfolie auf das Display anzubringen. Gerade bei Sonnenschein ist es ein wenig schwierig, die Details im Flug zu erkennen. Aufgrund der individuell einstellbaren Flugeigenschaften ist der Copter auch indoor sehr gutmütig zu fliegen. Die Multirotor-Fernsteuerung selbst arbeitet auf 2,4 GHz, während der FPV-Transmitter auf 5,8 GHz arbeitet. Das ermöglicht ein interferenzfreies Fliegen. Bei Bedarf kann man auch die kleine FPV-Antenne ein wenig nach unten ausrichten, um den Empfang zu verbessern. Ein nettes Feature gerade für Anfänger ist der Headless-Mode. Aktiviert man diesen, muss man sich nicht mehr darum kümmern, in welche Richtung der Copter schaut. Vorne bleibt vorne, links bleibt links, rechts bleibt rechts, unten bleibt hinten. Auch für akrobatische Fluganlagen ist der V686G zu haben. Per Knopfdruck kann man ihn einen Looping in die gewünschte Richtung ausführen lassen. Ein weiteres tolles Feature ist der Return to Home Button. Aktiviert man diesen, dreht sich der Copter automatisch in die Richtung, von der er gestartet ist. Die Reichweite ist bis zu 150 Metern angegeben, allerdings konnte ich diese Reichweite noch nicht austesten. Bislang gab es aber keinerlei Ausfälle.